Hallo, schön, dass du vorbeischaust auf meinem Kanal. Das ist mein kleines Häuschen aus Troyes. In meinem Video Sketch einfach komplexes Objekt unterteilen habe ich das ja schon als Skizze angelegt. Und jetzt möchte ich es gerne ausarbeiten mit Aquarell, Fineliner und Tusche. Das ist die Vorzeichnung, die wir schon hatten. Ich habe sie mir übertragen in mein Sketchbook. Ich beginne mit dem Mauerwerk zwischen den Holzstreben des Fachwerkes und lege mir hierzu Rutilgelb an und ganz locker bleiben. Versuche also hier nicht ganz so genau zu arbeiten. Ich darf auch mal in das Holz reinkommen, ganz im Gegenteil, weil das Caput Mortuum ist ja sowieso dunkler und nehme das auch gleich auf. Es hat einen wunderschönen ziegelsteinroten Ton. Und legen wir den mal hier so rein. Und wenn das jetzt hier ein kleines bisschen ineinander verläuft, finde ich das eigentlich ziemlich charmant. Hier oben nehme ich Lasur Sienna, das ist dann ein bisschen heller. Und hier wieder. Das Fenster hier auch. Ich habe mir, wie ihr seht, hier noch ein bisschen Mauerwerk mit angelegt. In Troyes, da hat man das Gefühl, die Häuser fallen gleich um und es wird sich dabei geholfen, indem man die Lücken tatsächlich mit Steinen füllt. Hier unten bin ich etwas gräulicher in dem Bereich, deswegen nehme ich mir hier ein bisschen Neutraltinte mit dazu und ziehen wir das durch.
Hier auch gleich ein bisschen bräunlicher für die Bambus, für den Bambus-Sichtschutz. Genau. Und in dieses Feld hier lege ich mir zuerst ein bisschen Cadmium-Rot-Orange an. Strahlt dann so schön. Und hier unten wieder das Marton. Darf dann auch hier unten drunter ein bisschen kräftiger liegen, weil der Tonwert insgesamt dunkler ist. Die Fenster. Wieder ein bisschen Neutraltinte. Und hier haben wir wandig braun. Für die kleinen Sachen wechsle ich jetzt einen Pinsel. Und hier innen drin möchte ich gerne nochmal ein bisschen dunkler werden, weil wir da ja im dunklen Bereich sind. Für diese Überdachung hier habe ich Tiefblau und Kobalttief, das mische ich mir an und lege schon mal hier rein. Hier unten drunter haben wir es auch und die Zacken. Hier, da wo die Stützen sind, da lege ich es ein bisschen zackiger an und auch hier diese Amphoren kriegen das auch. Hier oben haben wir ein paar rote Blüten. Und da innen drin sind wir dann mit dem Schatten unterwegs. Hier nehme ich ein ganz normales Olivgrün für die Blüten, die hier drin sind, oder die kleinen Bäumchen. Hier unten haben wir auch einen. Und um nochmal die Farbe mitzunehmen, mache ich mir den Topf hier unten auch nochmal in Türkis und später auch sicherlich die Stühle noch.
jetzt haben wir hier auch noch Holzverkleidung. Da unten sind wir im Original, ist eine Dachrinne. Und dahinter ist dunkel, das mache ich nachher mit Tusche. Hier haben wir wieder einen bräunlicheren Ton. Ich noch mal ein bisschen Rutilgelb mit rein, dass das ein bisschen heller wird. Gut. Jetzt haben wir noch hier die Fenster. Die mache ich nicht ganz dunkel, weil da hinten sicherlich irgendwie etwas ist. Gehe dann später aber noch mal mit Tusche drüber. Auch unsere Stufe ist leicht bräunlich und hier unten haben wir das Grau vom Granit. Noch Fenster und noch mal Verstrebung. Einmal die Tafel. Hier auch. Und innen drin ein bisschen schwarz. Und die Stühle übernehme ich jetzt nochmal hier. Mit der knalligeren Farbe. Und hier innen drin Rutilgelb. Dann nehmen wir so ein bisschen Grau drauf. Hier habe ich ja auch zwei verschiedene Farben, deswegen mache ich mir das immer ganz gerne auf einen fast trockenen Pinsel und ziehe mir hier einfach nochmal ziemlich trockene Farbe rein, um nur ein bisschen Struktur reinzubekommen. Dafür ist natürlich das Papier relativ
nützlich durch seine Struktur. So, das lasse ich jetzt schön trocknen und dann arbeite ich mir das Ganze noch mit Tusche aus. Es ist also trocken und ich möchte das jetzt noch ein bisschen nacharbeiten. Dazu habe ich einen wasserlöslichen Tuschestift, einen ganz einfachen, einen wasserfesten und einen Pinsel mit Wassertank, den ich dann zusammen mit dem Tuschestift nutze, wenn ich, wie hier zum Beispiel, etwas mehr Schatten haben möchte, dann fahre ich hier ein paar Mal drüber und ziehe mir das Ganze dann mit dem Pinsel raus. Habe aber noch genug übrig, um zum Beispiel hier noch ein bisschen mehr Schatten anzulegen. Das ist der Stift ist also wahnsinnig ergiebig. Man muss das vielleicht ein kleines bisschen üben. Genauso hier möchte ich ein bisschen mehr Schatten noch haben. Allerdings auch durchaus ein bisschen nach oben. Darum verteile ich mir das nach oben und nach unten. Und während ich das hier so ausarbeite, fallen mir natürlich dann auch Sachen auf, die noch nicht fertig sind. Da muss man mal mit Aquarellfarbe nochmal nacharbeiten und so weiter. Und so taste ich mich vor. Für Linien, wo ich keinen Schatten brauche und sie auch nicht so dominant haben möchte, dann nehme ich dann meinen feineren, wasserfesten Feinliner und ziehe mir das nochmal hier durch, wie immer ich das hier gestalten möchte. So. Ich werde wahrscheinlich nicht wahnsinnig viel reden, weil ich muss mich auch ein kleines bisschen konzentrieren. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das und werde jetzt einfach mal so schön vor mich hinarbeiten. Hier an den Fenstern beginne ich meistens in den Ecken und ziehe mir das hier so runter, damit ich dann auch so ein kleines bisschen kontrollieren kann, wo mir der Stift die dunkelsten Flecken legt, damit ich dann mittig so eine kleine Spiegelung behalte. Hier möchte ich das nicht ganz so dominant dunkel haben. Darum lege ich mir hier auch noch punktuell was hin. Und ziehe mir das dann darunter. Genauso hier drin, nur ein kleines Pünktchen und dann läuft er schon. So, ich habe jetzt mir einen anderen Wassertankpinsel geholt. Dieser hier läuft mir zu stark, der gibt mir zu viel Wasser und das ist nicht gut. Hier machen wir auch. Wenn es dies ist und hier übernehme ich von hier.
Lampen. Hier oben zum Beispiel möchte ich nochmal mein Türkis aufnehmen. Das hat man nämlich unterschlagen, beziehungsweise ich. Und jetzt lege ich schon mal hier mit dem feineren Da gehe ich dann nachher nochmal mit Farbe drüber, weil ich gerade sehe, dass hier noch eine Betonung fehlt. Wenn ich hier so die Steinchen mache, dann mache ich nicht alle. Immer nur mal wieder ein paar. Achte aber schon darauf, dass die so versetzt sind, wie ein Mauerwerk das hat. Dazwischen darf man gerne ein bisschen dunkler sein. Und auch hier ein bisschen verstärken. Wenn ich so Holzbretter habe, dann gehe ich gerne noch mal ein Stück zurück mit dem Stift, also so wie hier, erst hin und dann zurück und betone dann vielleicht mal eine Öffnung, da wo die Bretter aufeinander liegen.
wir hier unten sind wir dann im Schattenbereich. Da werde ich jetzt dann gleich wieder meinen Tuschestift nehmen. Leg mir hier also etwas hin und ziehe mir das mit ein bisschen Wasser runter. Das läuft dann schon. Hier unten drunter haben wir auch eine durchgezogene Linie. Dann gerne auch hier im Fensterbereich. Und ein bisschen hier ist der Türstock und auch hier unten, da wo die Tür selber ist, ist gerne mal ein bisschen dunkel und auch ein bisschen Schatten. Ich nehme hier auch den Tuschestift, obwohl ich da jetzt nicht mehr nachziehen werde, weil hier das Fenster so Wölbungen hat, aber durchaus hier und in dieser Ecke hier nochmal mit ein bisschen Wasser. Hier sind wir hier ein bisschen dunkler. Und hier. Hier haben wir ja gesagt, ist die Dachrinne. Jetzt lasse ich das mal einen kleinen Moment runter unten und lege hier oben nochmal etwas Farbe nach. Die haben wir nämlich, also ich habe die hier nämlich unterschlagen und möchte gut, und hier oben die Dachziegel betone ich auch noch mal ein bisschen und gehe da jetzt aber dann gleich noch mal mit dem Stift nach.
Das machen wir doch hier. Insta. Noch die Stühle ein bisschen mehr. Jetzt möchte ich hier unten, achso, wir haben hier noch Blümchen. Und hier unten möchte ich gerne noch etwas Schatten anlegen. Deswegen gehe ich hier, da wo der mal ein bisschen laufen soll, mit meinem Tuschestift hin und ziehe mir das Ganze dann nochmal mit Wasser nach. Hier vielleicht auch. So. Hier will ich noch mal ein bisschen unterstützen. Ich selber möchte das hier noch ein bisschen aufpeppen, deswegen nehme ich mir auf einen einigermaßen trockenen Pinsel ein trockenes Braun und ziehe mir das jetzt hier nochmal so rein, dass es nicht ganz so brav liegt. Vorsichtig, dass nicht zu viel ist. Und das Ganze hier auch nochmal, allerdings mit dem Mortum. So, jetzt haben wir aber hier auch Plastiksteine. Da liegen jetzt etwas größere, die unterteile ich mir jetzt entsprechend der Flucht, aber auch nicht überall. Sondern nur ein bisschen. So, und wie immer muss ich jetzt gucken, dass ich vielleicht den richtigen Moment finde, um aufzuhören. Sonst
arbeite ich mich jetzt hier wieder so viel, dass ich sagen kann, hätte man 5 Minuten früher aufgehört. Da kann man sich dusselig spielen hier. Macht aber auch Spaß. Ich finde, es ist einer der entspannendsten Möglichkeiten in der Malerei. Und genieße das schon sehr. So, ich würde mal sagen, das ist fertig soweit. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ich hoffe, ich konnte euch zeigen, dass auch ich noch einen ziemlich langen Weg vor mir habe, um wirklich diese fluffigen, freien, liniendurchbrochenen Sketches zu machen. Aber ich denke mal, jeder hat auch so seinen eigenen Stil und mehr wie üben und üben und üben können wir nicht. Vielen Dank euch fürs Zuschauen. Vielleicht sehen wir uns wieder. Ich würde mich freuen, wenn es euch gefallen hat. Sagt es mir durch einen Kommentar oder schenkt mir ein Like. Ich würde mich sehr, sehr freuen und wünsche euch eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal.